Und jetzt weiß ich nur nicht mehr, welche Taste man dafür drücken musste. Ich glaube, irgendwas ganz Abartiges. Das bestimmt nicht. Aber das kriege ich noch raus. Keine Sorge, das kriege ich noch raus. Nee, das ist... Ich denke darüber nach. Die Taste? Nee. Die? Nein. Ach, komm schon. Was? Die Mission? Jo. Das will ich bestimmt nicht. Mensch, welche Taste war denn das? Muss ich irgendwas gedrückt halten? Weiß ich nicht mehr. Kriege ich irgendwie raus. Muss ich mal im Handbuch nachschauen. In den Optionen bei der Steuerung, da steht es garantiert. Gucken wir mal. Kannst du mal sehen. Hier, da steht schnell laufen, Left Shift. Das will ich mal sehen. Das wäre ja. Numpetten. Aha, wohl eher weniger. Ha, aber Left Shift? What the fuck? Nee, nix da, schneller laufen. Aber was? Jo, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Na super. Oh. Da haben wir es. Es ist A. Ich bin so dumm, weil ich habe, klar, weil man jetzt so an WASD gewohnt ist, aber das Spiel spiele ich ja tatsächlich nur mit der Tastatur und steuere mich selber über die die Pfeiltasten. So wie das, ne, ursprünglich und so weiter. Genau. Also wir können jetzt schleichen. Bringt überhaupt nichts, meiner Meinung. Wuppala. Excuse you. Oh, gib mir eine Sekunde. Also, wie gesagt, bringt, glaube ich, nichts, meiner Meinung nach, hoch. Das ist hier noch eine Höhle. Ganz einfach, weil, ich glaube, da war ich schon drin. Nee, guck mal, da sind noch ein paar Freunde. Weil du brauchst es eigentlich nicht, prinzipiell irgendwie zu schleichen. Das ist nicht wichtig. Nein, nein, liegen lassen. Gott, du hast zu viel davon. Und ein Trank, den nehme ich doch gerne mit. Nachtschatten. Weil du brauchst es nicht. Also, es kann hier und da mal hilfreich sein, wenn man irgendwo lang will, aber in der Regel mach's einfach nachts dann, ne? Also im Prinzip sind das 10 weggeworfene Lernpunkte. Allerdings will ich auch dieses... Wow! Wo wolltest du denn gerade hin? Allerdings wollte ich ja eigentlich auch mal Taschendiebstahl lernen und sowas. Und das habe ich bisher noch nicht geschafft. Deswegen, wie viel brauchen wir eigentlich noch? Baller.
Ach, guck mal, gar nicht mehr viel. Überhaupt gar nicht mehr viel. Also, kriegen wir schon hin. Swoopidoopido. So, dann können wir jetzt mit Taurus reden. Da rennt aber einer. Ah ja, und die Kiste. Das sollte auch mal irgendwie eine Quest werden. Es ist aber nicht geworden. Stattdessen hat man hier quasi ein Einzelzimmer für sich selber. Eine ganz eigene Hütte mit einer eigenen Truhe, die man beliebig füllen kann. Aber finde ich ganz nett. Also man kann hier an vielen Stellen wohnen. Aber ich bevorzuge es immer noch, einfach bei Diego zu pennen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Karin übt fleißig. Voller Angst, dass ich eventuell... Hey Mann, du hast mich geschlagen. Ja. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Schön, bist du unsichtbar? Mensch, das war ja einfach. Ich kenne das eigentlich so, dass es ihm egal ist. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja? Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Ich kann nur schleichen. Ich kann Taschendiebstahl nicht. Genau, aber wir haben jetzt unseren Frieden gefunden. Apparently ist jetzt unsichtbar geworden. Hey du! Ist das dein Zimmer? Excuse you, ich dachte, dass das da deine Hütte ist. Aber vielleicht ist auch alles deine Hütte. Ich würde es verstehen. Ich würde es verstehen. Wir können übrigens auch hier mit solchen Wassereimern interagieren. Ja, ja, komm, ich weiß, dass du es kannst. Kollege, du hast das passende Ding nicht dafür, oder? Jedenfalls theoretisch können wir genau das gleiche machen, was er macht. Irgendwie rumrühren. Irgendwie sowas. Total schwachsinnig. Aber vielleicht irre ich mich auch und es ist irgendwas anderes. Guten Tag, Taurus. Wegen Mordrak. Der wird sich hier nicht mehr blicken lassen. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Schön. So. Und wenn wir jetzt zu Diego gehen und den fragen... Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Aber dass du gegen Karim gewonnen hast, hat ihn total von den Socken gehauen. Er hat gar nicht mehr aufgehört, von dir zu reden. No. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Ja. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Fingers sagt, du hättest was gelernt. Er denkt, du wirst noch um einiges besser werden. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Ja, das war schwer. Taurus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Taurus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Siehst du, also der wird uns jetzt auch vorbeilassen. Mach's gut. Und wir können jetzt halt auch ohne weiteres unseren Brief abgeben. Oder war das hier, wo ich das machen kann? Ja, dann war das hier. Guck mal. Wahnsinn, oder? Ihr könnt bestimmt was Besseres kochen als dieser Snuff. Ja, aber beiß nicht die Hand, die dich füttert. Genau, also der mag uns jetzt auch. Also das Lager würde uns jetzt auch nehmen. Das ist das, was ich damit sagen will. Genau, und ich glaube, theoretisch, wenn wir uns hier hinstellen und jetzt A drücken, dann können wir hier reinschleichen. Na? Schleichi, schleichi, schleichi. Boah, ey. Und da finden wir einen hübschen Feldbogen, etc.
Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, aber in dem Punkt ist das das, was man davon hat, ne? Also, man kommt halt hier und da mal einfacher rein. Aber muss man echt nicht. Aber hey, wir haben es gelernt, also machen wir es. Hehe. Ja, und ich denke, dass es dann mit dem Taschendiebstahl ähnlich funktionieren wird, was ich noch nie gelernt habe, noch never ever. Und von daher mal gucken, was wir davon haben. Ach ja, unsere Freunde da vorne muss ich ja auch noch einmal umhauen. Die und ihr Jagdgebiet, weiß Bescheid, ne? Ja, also mein Ziel ist es halt tatsächlich, so viele Erfahrungspunkte wie möglich zu bekommen, damit wir halt möglichst viele Lernpunkte haben, damit wir halt möglichst alles lernen können, was irgendwie interessant ist. Ich meine, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und warum halt auch nicht mehr mal das tun, was man vorher noch nicht gemacht hat. Ja, ja, der hat genug. Ja, sehe ich genauso. Ja, also die scheinen das schon zu merken, ne, wenn ich halt erstmal sehr gutes Schwertkämpfen gelernt habe. Einmal das und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ich anständig stark bin. Also Stärke, die ist jetzt... Oha! Kollege, du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Und woher? Das ist ja mal der Wahnsinn. Alter. Bist du ein Händler? Dann handle ich das. Willst du wieder Ärger? Kannst du haben. Du bist kein Händler. Das ist ja der Wahnsinn. Drax, woher hast du so viel Schotter? Das ist ja nicht normal. Ja, guck mich nicht so an. Also, ich töte auch niemanden. Wenn es nicht unbedingt sein muss, wie bei Matt. Aber offensichtlich reicht es, den einen Mumm zu haben. Das könnte ich so auch nicht. Ich habe das halt so in Erinnerung, dass es super egal ist. Was man mit ihm anstellt, der rennt einem einfach hinterher. Weil ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich den jedes Mal verprügelt habe. Und der lief und lief mir hinterher. Aber vielleicht war das ein Bug. Who knows? Ich meine, ich bin super froh. Auf jeden Fall sieht man da... Ein Kampf! Gothic hat das zuerst gemacht mit diesem Fan, den man hat und der ihm hinterher latscht und dummes Zeug labert. Ich glaube, das war in Morrowind auch mal. Keine Ahnung, aber wie der Typ hieß. Aber ich glaube, der war dort auch nur halb so nervig wie das hier. Der steht halt nur total auf einen, also ne, fantechnisch. Bei dem hier, bei Matt, bin ich mir nicht ganz so sicher, ne? Mit ruhiges Plätzchen. Mhm, wo wir ein bisschen reden können und so. Genau. Ja, er sagt übrigens auch so Sachen wie, es wäre toll, wenn du mir was geben könntest. Freunde machen das so. Das hat mir, haben mir meine Freunde in Corines beigebracht. Aber du kannst ihm nichts geben. Er labert nur so vor sich hin. Und ich glaube halt auch, dass das halt der Grund ist, warum er hier gelandet ist. Hier so, 6 Erz lasse ich dir. Dann kannst du noch ein Bier kaufen. Woher hat der so viel Erz? Du meine Güte. Ist ja eine richtig heftige Summe. Und das ohne, dass er ein Händler ist. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. So, gab es hier noch irgendwelche Kollegen, die ich noch nicht platt gemacht habe? Ich weiß, da oben sind noch ein paar mehr Snapper. Den wollen wir nicht unbedingt über den Weg laufen. Weil die haben hier wenig Spaß. Oder wir haben das, die haben viel Spaß mit uns, aber wir ganz wenig. Oh, hallo. Schön. Ja, ein Krug, eine Schüssel. Trank, toll. Genau, also das ist wirklich
eigentlich sinnvoll ist, sind halt schon diese Kräuter ein bisschen mitzunehmen, weil es gibt davon eben welche, die machen erstmal, ne, heilkräutertechnisch ordentlich was. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch welche, die dann für Mana ganz sinnvoll sind. Ich habe jetzt nicht vor, Magier zu werden, also da hört es bei mir auf. es sei denn, es ist dein Wunsch, dann werden wir gerne Magier, aber zurzeit ist es sowieso jetzt noch nicht offen. Also dazu müssen wir auch erstmal beitreten und ein bisschen was mit den Magiern am Hut haben, dass wir dann überhaupt erstmal das Privileg genießen dürfen, Magie zu lernen. Das geht mit den im Sektenlager auch. Die sind auch okay mit Magie. Auch wenn die jetzt keine direkten Wasser- bzw. Feuermagier haben. Das, was ich mich immer gefragt habe, wie alt, also wie lange es die Barriere eigentlich schon gibt. Ich glaube schon, dass es einige Jahre sind. Also auf jeden Fall mindestens länger als 2 Jahre, weil so lange ist Lester hier. Und ich weiß halt auch, dass der eine Typ hier bei den Reisfeldern hat ja auch gesagt, nur deswegen konnte ich so alt werden. Also weiß ich nicht. Ich denke mal so 10, 15 Jahre wird es schon sein. Also der Krieg mit den Orks, der tobt auf jeden Fall schon seit Äonen. Von daher, echt gute Frage, wie lange. Ja, ich würde es immer mal so schätzen, 10, 15 Jahre. Also einmal lebenslänglich, bei guter Bewährung, können wir hier raus. Naja, so. Circa. Was will ich denn hier? Was will ich denn hier? Da wollte ich doch gar nicht hin. Ich will doch ins Sumpflager. What the hell? Oder will ich hierher? Ich wüsste nicht warum. Oh mein Gott, I'm so sorry. Jetzt weiß ich echt nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Naja, es ist ja auch schon 2.58 Uhr. Morgens, ne? Ja, aber kein Problem. Dann latschen wir halt hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. Aber ja, was meinst du? Wie lange gibt es das hier schon? Also ich meine, wenn man sich halt auch anschaut, ne, vor allem halt das neue Lager, die haben ja halt auch eine eigene Mine, die scheffeln auch einiges an Erz, die haben eine ganze Anlage für Reis, die haben viele Sachen. Ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass das so einfach so von heute auf morgen geht, ne? Vor allem halt gerade das neue Lager, weil die müssen ja wirklich sich alles mehr oder weniger zusammenklauen. Ja? Ich denke halt, dass das alte Lager da schon schneller vorangekommen ist. Also einmal natürlich, weil die hatten die Burg, die war schon da. Ja, es war ja quasi alles schon vorbereitet für die Gefangenen, prinzipiell. Aber für das neue Lager. Und halt auch das Sektenlager, ja. Vor allem die mit ihrem komischen Sumpf da. Das ist ja... Oh, hallo. Ich muss mit euch reden. Da mit dir. Hi. Wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Minecrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Wofür braucht Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mhm. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Mhm. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Mhm, ja, habe ich gesehen. Stehen da und rauchen. Nee, aber jetzt haben wir schon mal einen Hinweis bekommen. Ja, Laris hat ja schon gesagt, die will wissen, was da abgeht. Die planen was Großes und offensichtlich geht es da um den Schläfer, den ihren Gott. Den wollen sie wohl anrufen.
beschwören, keine Ahnung. Da müssen wir mal schauen. Und ja, wie gesagt, Mordrak hat dir das Skript gelesen, also werden wir wahrscheinlich auch etwas damit zu tun bekommen. Mhm. Was ich auch noch nie gemacht habe, ist so viel in Einhandkampf investieren. Habe ich vorher nie gedacht. Undenkbar für mich. Undenkbar. Nein, 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 nein. Hier lang. Später können wir uns übrigens auch teleportieren. Also mach dir keine Sorgen, dass das jetzt für immer so ist. So ein Tracking hier durch die Gegend. Aber ich schwöre dir, ich wollte aus irgendeinem Grund dahin. Aber ich weiß nicht mehr warum. Vielleicht einfach nur, weil ich noch bei Kavalon hängen geblieben bin, weil ich wusste, da will ich hin. Aber eigentlich will ich definitiv zu Cor Kalom. Ganz einfach, um ihm sein Kraut anzubieten und natürlich dann auch noch um den anderen zu begeistern. Den letzten Guru. Baal, whatever. Mhm. Also, zwei Lager haben wir jetzt schon auf unserer Seite. Und ja, ich denke, dass das die Sekte dann auch gleich auf unserer Seite ist. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wem wir beitreten wollen, sollen, whatever. Damit es dann hier auch flott weitergehen kann. Gruselig, gruselig. Und da hängt immer irgendwas irgendwie in der Luft. Hi, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Gegen die Sumpfhaie brauchen wir übrigens auch nicht zu kämpfen, weil die sind auch noch eine Ecke zu hart für uns. Obwohl die langsam sind, bin ich der Meinung, dass es dafür einfach super wäre, eine anständige Rüstung zu tragen, egal von wem. Aber eine Rüstung bitte, weil vorher ist es einfach irgendwie das Hopfen und Malz verloren. Ja, ja, komm, 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 komm. Die haben halt schon ganz schön viel Kraft. So. Dann, upsala. Sind wir jetzt gleich bei unserem letzten Guru, dem da. Begeistern wir gleich mit folgendem. Ich präsentiere. Manche lernen eben gar nichts dazu. Nächster Windfaust, um Gottes Willen. Schlaf. Das, was ihr mir nicht dabei. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Schön. Von ihm kann man wohl auch schon was lernen. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Doch, Tatsache. Okay. So, also begeistert ist er schon mal. Und nicht runterfallen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Tja, dann nochmal hoch zu Cor Kalom und ihm seine Sumpfkartlieferung geben. Ah. So. Jotentag. Was willst du? Ich
Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ah, gib her und verzieh dich wieder. Ja, danke für deine alles, aber... Mann. Ja, also auch hier... Was willst du? Ich geb dir gleich, was willst du? Ich glaube, ich habe die Bals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Weiter? Baal Kadar hält mich für einen gelehrigen Schüler. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Baals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Jo. Also wir auch sehen hier. Uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Auch hier sind wir gern gesehen. Also es ist jetzt an dir. Jetzt tatsächlich solltest du dich entscheiden. Wem sollen wir beitreten? Schreib's mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und auch alles andere, was dich so bewegt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und werden dann schauen, bei wem ja, wir dann mitmachen. Bis dahin, ciao!